بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Wir haben eben die Aussage des Imam Malik rahimahullah erwähnt in Bezug auf die, ich nenne es die Relativität des Fiqh. Das heißt, dass der Fiqh in den subtilen, detaillierten Fragen eine relative Sache ist. Und diesen Fakt sehen wir auch bei den anderen A'imma des Fiqh und des Islams. Wir sehen es zum Beispiel bei Al-Imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Er spricht über, an einer Stelle spricht er über die verschiedenen Formen der umstrittenen Eheverträge. Es gibt umstrittene Eheverträge, das heißt, die Ahlul Ilm sind sich uneinig darüber, ist so ein Vertrag, ist er rechtsgültig, ist er wirksam, ist er unwirksam. Und das Interessante ist, bevor wir zu der Aussage des Al-Imam al-Shafi'i kommen, dass die Gelehrten, also wir können es so sagen, wir haben zwei Formen von, wenn wir das jetzt aus einer bestimmten Perspektive betrachten, sagen wir, wir betrachten das Ganze mal aus der Perspektive des Ahmad ibn Hanbal oder des hanbalitischen Faqihs. Für ihn gibt es zwei Formen, deren nicht wirksam, rechtswirksam Eheverträge. Eine Form, das ist die unwirksame Ehe, ungültige Ehe. Und dann gibt es eine andere Ehe, die er für sich zwar selbst als unrechtswirksam sieht, aber ihm ist bewusst, dass es andere immer gibt, die das anders sehen. Und aus diesem Bewusstsein her haben die Fuqaha zwei Bezeichnungen entwickelt. Also zwei Bezeichnungen für Formen der Verträge, die nicht rechtswirksam sind. Die eine nennen sie Nikahul Batil. Das Wort Batil sagt euch was? Nein, man benutzt das Wort Batil meistens so für, das ist so eine Steigerung, so eine sehr intensive Form, wenn man für etwas Falsches, nicht Richtiges. Oft wird es im Gegensatz gestellt zu dem Begriff Al-Haq, die Wahrheit. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Sagt, der Haq ist gekommen, das ist im Koran, und der Batil ist fort. Das ist also eine Form, die Ehe, die unumstritten, nicht legitim ist, wie zum Beispiel, dass man fünf Frauen heiratet. Es gibt übrigens, es gibt einige, die waren der Auffassung, dass man neun heiraten darf, neun Frauen, aber das ist diese Auffassung hat keine Gültigkeit. Das ist nicht der Khilaf, diese Meinungsvielfalt, die geduldet wird. Wir müssen das wie folgt verstehen. Wenn wir davon sprechen, dass man im Fiqh etwas toleranter sein muss und dass die Meinungsvielfalt etwas Positives ist und etwas, was geduldet wurde, das bedeutet natürlich nicht, dass man die Türen für alles öffnet. Es muss einen gewissen Rahmen haben. Solange es in diesem Rahmen bleibt, ist okay. Solange es den Rahmen verlässt, ist nicht mehr okay. Ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Können wir uns darüber streiten, ob der Koran 114 oder 115 Suren hat? Das geht nicht. Dieser Khilaf, sowas wird nicht geduldet. Darüber können wir uns nicht streiten. Aber es gibt Dinge, über sie kann man streiten, über sie kann man verschiedene Auffassungen haben und das wurde geduldet. Wir reden über solche Sachen. Al-Imam al-Shafi'i erwähnt jetzt diverse Formen der umstrittenen Eheverträge. Und einige Formen, die er erwähnt hat, sind tatsächlich nur von Minderheiten erlaubt worden. Also das sind nicht so Sachen, wo man sagt, hier gibt es einen starken
großen, enormen Meinungsunterschied zwischen den Gelehrten. Wir haben zwei Lager, die einen erlauben das, die einen verbieten das. Er erwähnt teilweise Formen, die wirklich nur von Minderheiten erlaubt worden sind. Oder er erwähnt die Sache Dinaru bid Dinarain, Yadam biyad. Ad-Dinaru bid Dinarain, Yadam biyad. Ihr kennt den Zins, der Zins ist verboten, oder nicht? Zins verboten? Es gibt hierin keinen Khilaf und den Ahlul Ilm. Die Frage, Zins verboten, erlaubt, hier gibt es keinen Streit. Das ist eine unumstrittene Angelegenheit, das nennt man yani al-Qat'i, etwas, was definitiv verboten ist. Allah Ta'ala sagt, وقالوا إنما البيع مثل الربا. Und sie sagen, der Handel ist doch nur, Handel ist doch gleich wie Riba. Also der Riba, der Zins, ist doch nur eine Form des Handels. Und dann sagt Allah Ta'ala, إنما البيع مثل الربا وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا. Und Allah Ta'ala hat Allah den Handel erlaubt und den Riba verboten. Das heißt, der Zins ist nicht gleich Handel. Aber es gibt diverse Thematiken, über die die Fuqaha streiten. Ist das überhaupt? Gehört das zum Zins oder nicht? Das heißt, die Frage ist nicht, ist der Zins erlaubt oder verboten? Darüber streitet keiner der Fuqaha. Und wer behauptet, wer sagt, wer das so aussagt, Zinsen sind erlaubt im Islam, Zinsen sind erlaubt, Zinsen sind legitim, das ist Kufr. Das ist ein Abtritt vom Islam. Denn der leugnet und bestreitet, steht konträr zu einer expliziten, definitiven Aussage. Allah Ta'ala sagt, der Riba ist verboten. Und er sagt, Riba ist erlaubt. Das ist ein Abtritt vom Islam. Aber wenn er sagt, die Fuqaha sagen beispielsweise, diese Form von Austausch, ist das überhaupt, fällt das zum Zins oder nicht? Und er sagt, nein, das fällt nicht zum Zins, es ist für mich erlaubt. Hat er dann den Riba erlaubt? Kann man sagen, er hat den Riba erlaubt? Das ist wer so mit diesen Sachen umgeht, der hat ein Problem, der ist ein bisschen zu oberflächlich. Man muss nicht nur an der Oberfläche rumkratzen, man muss ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, um zu verstehen. Wer etwas erlaubt, weil er sagt, das ist kein Riba, der hat nicht den Riba erlaubt. Ein Beispiel dafür, Al-Imam Shafi'i erwähnt hier eine Auffassung, die ausgestorben ist. Diese Auffassung, von der er redet, ist ausgestorben. Also es gibt niemanden mehr, der das verfechtet oder diese Auffassung hat, aber er erwähnt sie. Weil Ibn Abbas diese Auffassung hatte, Abdullah Ibn Abbas, war der Auffassung, und man sagt, er ist zurückgetreten davon, von dieser Auffassung. Der Zins wird im islamischen Verständnis, in der islamischen Rechtsprechung, in zwei Gruppen eingeteilt. Es gibt einmal den sogenannten Zeitzins, und es gibt einmal den typischen Zins, den wir kennen, das nennen sie Riba al-Fadl in der arabischen Sprache, oder im Fiqh. Das ist das Typische, was wir kennen. Ich gebe dir 10 Gramm Gold und du gibst mir dafür 20 Gramm Gold. Heute oder morgen. Das ist eine Form von Zins. Das ist Zins. Oder die Schulden. Das kennen wir auch als Zins heute, wenn wir davon reden, im Kredit. Jemand leiht dir 1000 Euro. Oder sagen wir, lassen wir mal die Euros weg. Jemand leiht dir 10 Gramm Gold. Und du musst es ihm nach einer Woche wieder aushändigen und du gibst ihm da aber 15 Gramm zurück. Das nennt man Riba al-Fadl, weil hier die Menge nicht identisch ist. Der Zeitzins bedeutet, es gibt diverse Waren, die müssen unbedingt sofort in der Handlungssitzung ausgetauscht werden. Das heißt, da gibt es nicht geben und oder nehmen und nach einer Woche geben. Die müssen sofort in der Sitzung ausgetauscht werden. Ein Beispiel dafür. 10 Gramm gegen 10 Gramm. Erlaubt? 10 Gramm Gold gegen 10 Gramm Gold. Erlaubt?
Zins ist ja aus einer gewissen Perspektive ist kein Zins. Also von der Menge her betrachtet gibt es hier keinen Zins. Aber er gibt ihm 10 Gramm Gold und sagt, du bekommst die 10 Gramm Gold nach einer Woche. Das ist Zeitzins. Das nennt man Riba Nasi'a. Das wäre nicht erlaubt. Das ist auch eine Form von Zins. Und dieser Zins ist unumstritten unter den Ahlul Ilm. Dieser Zeitzins ist unumstritten unter den Gelehrten des Islam, sondern eine Sache des Konsenses. Das gilt aber nicht für jede Ware, nicht damit jemand mich missversteht. Also, wenn ich ein Handy kaufe von jemandem und ich nehme das Handy und sage ihm, ich zahle den Preis nach einem Monat, ist das möglich? Kein Zeitzins. Warum nicht? Mensch, das ist möglich. Der Preis kann jeden Tag sinken und verändern. Die Waren unterschiedlich sind. Weil die Waren unterschiedlich sind. Er kann auch mehr verlangen, mehr Geld verdienen. Die Antwort, nein. Vielleicht was kann nicht als Währung verwendet wird. Das ist eine interessante Sache. Die Zins, ich nenne sie mal die Zinsgüter. Zinsgüter, also alles, was alle Waren, in der Zins vorstellbar sind, also aus der schariatischen Perspektive. Handys gehören nicht dazu. Handys sind keine Zinsgüter. Kleidung sind keine Zinsgüter. Das heißt, ich kann ein iPhone gegen 10 iPhones tauschen oder nicht? Ein iPhone des gleichen Modells kann ich gegen 2, 3, 4 tauschen, ist kein Zins. Weil Handys keine Zinswaren sind. Versteht ihr das oder nicht? Ich kann euch jetzt nicht erklären, warum das so ist. Das Zinsthema ist übrigens eines der kompliziertesten Thematiken im Fiqh. Die Thematik des Zinses und seine Details sind eine extrem komplexe Thematik. Daher gibt es in den Büchern des Fiqh ein Kapitel für sich selbst. Ein Kapitel, normalerweise könnte man den Zins unter Kauf und Verkauf und so erwähnen. Richtig? Weil der Zins fällt ja meistens bei derartigen Abkommen oder Handelsformen, findet er statt. Aber die Fuqaha haben dafür ein separates Kapitel gemacht, getrennt, nochmal isoliert, Bab Riba. Einfach aus dem Grund, weil es komplex ist und sehr umfangreich ist. Aber wie dem auch sei, es gibt diverse Formen, da sind sich die Ahlul Ilm uneinig, ob das zum Zins gehört oder nicht. Al-Shafi'i erwähnt jetzt diese Formen des Zinses, in Anführungsstrichen. Zins für mich, wenn ich das beispielsweise aus meiner Perspektive für verboten sehe, für den anderen natürlich nicht. Er erwähnt also Formen der Ehe, die für ihn nicht legitim sind, Formen des Handels, die für ihn nicht legitim sind. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt, وَالْمُفْتِ بِهَا وَالْعَامِلُ بِهَا مِمَّنْ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ. Wer der Mufti, also der den Leuten die Fatwa nach diesen Auffassungen gibt, und der danach handelt, das kann der Mufti selbst sein, kann aber auch der sein, der ihn gefragt hat. Richtig? Also jemand fragt den Mufti und er sagt ihm dann, mach dies oder mach dies nicht, erlaubt, nicht erlaubt, und er handelt dann danach. Und Al-Shafi'i sieht das als verboten an, nicht als Makruh, er sieht das als verboten an. Ist dieser Mann jetzt unbescholten? Ist er unbescholten? Also wird er dadurch zu einem Fasiq? Wird er dadurch zu einem Fasiq? Akzeptiert man seine Zeugenaussagen? Kann man ihn als einen unbescholtenen, akzeptablen, vertrauenswürdigen Zeugen nehmen? Weil, wie ihr vielleicht wisst, ein Zeuge, nicht jeder kann herspringen und seine Zeugenaussagen vor Gericht bringen. Zumindest in der islamischen Vorstellung ist das nicht so. Ein Zeuge braucht diverse Qualitäten, denn es geht hier um
Es geht hier um Rechte. Eine Zeugenaussage kann zu einer Bestrafung führen. Es kann zu einer Entrechtung führen, dass jemandem etwas genommen wird, was er eigentlich für sein Recht hält. Dass jemand für etwas bestraft wird. Das heißt, Zeugenaussagen, da kann nicht jeder Hans und Franz herkommen und wird als Zeuge eingeladen. Er muss Qualitäten haben. Er muss vertrauenswürdig sein. Er muss unbescholten sein. Also unbescholten heißt, dass er gesellschaftlich betrachtet ein tüchtiger Mensch ist. Yani, er ist bekannt dafür, dass er sich an seine Pflichten hält. Er ist bekannt dafür, dass er sich den offensichtlichen Verboten enthält. Also es gibt nichts, was ihn irgendwie bemängelt. Das ist der, der als Zeuge akzeptabel ist. Tayyib al-Shafi'i sagt jetzt, seine Zeugenaussage wird akzeptiert, weil er sich dadurch nicht zum Fasiq macht. Er wird dadurch nicht zum Frevler und zum Sünder, wenn er nach der Fatwa beispielsweise der Malikiya handelt in dieser Sache. Tayyib, sagen wir, er hat das Verbotene erlaubt. Sagen wir dann, er hat das Verbotene erlaubt und das Erlaubte verboten, kann ja auch umgekehrt sein. Kann ja auch in die andere Richtung gehen. Er sagt und man sagt über ihn nicht, dass er das Verbotene erlaubt hat oder das Erlaubte verboten hat. Warum? لِأَنَّا نَجِدُ مِنْ أَعْلَامِ النَّاسِ مَنْ يُفْتِ بِهِ وَيَعْمَلْ بِهِ وَيَرْوِهِ. Denn wir finden unter den renommierten Gelehrten solche, die dementsprechend ihre Rechtsauskunft erteilen, und wir finden Leute, die das überliefern, und wir finden Leute von den renommierten Persönlichkeiten, die danach handeln. Al-Imam Ahmed. Al-Imam Ahmed wird fälschlicherweise, ich weiß nicht warum, das sich so unter den Massen verbreitet hat, Al-Imam Ahmed wird unter den Rechtsgelehrten meistens dieses Bild gegeben von dem, wie nennt man das so, von dem ganz Extremen, der Extremste unter den Rechtsgelehrten. Das ist aber nicht der Fall. Auch Imam Ahmed war in dieser Sache eingestellt wie alle anderen Fuqaha. Er sagte zum Beispiel, لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. Es ist nicht angebracht für den Faqih, dass er den Menschen seinen Madhab anzwingt. Es ist nicht erwünscht, es ist nicht angebracht für den Faqih, dass er den Menschen seinen Madhab anzwingt. In den umstrittenen Sachen. Und wenn der Imam Ahmed sagt, La yambari, er benutzt ja das Wort La yambari, die Rechtsgelehrten der Hanabila sagen, das bedeutet meistens Yahrum. Yahrum, also es ist verboten. Tayyib. Al-Imam Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id, er sagte, die Leute des Wissens sind Leute der Weite, also des breiten Horizonts. Seit jeher haben die Muftun ist die Mehrzahl von Mufti, Meinungsverschiedenheiten, dieser erlaubt und dieser verbietet, dennoch kritisiert weder dieser jenen, noch jener diesen. Das sind einige Aussagen, das reicht. Was ich damit aber vermitteln möchte, ist einfach diese totalitäre Einstellung, die wir heute vermittelt bekommen im Fiqh, das ist nicht akzeptabel. Da gibt es ein Buch über das Gebet des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und da steht in der Einleitung, dieses Buches steht, und weil dieses Buch die verbürgten, authentischen Sunan und Ahadith über das Gebet nennt und festhält, ist es niemandem erlaubt. Es ist niemandem erlaubt, entgegen der Eigenschaft oder der Art und Weise des Gebets, wie sie in diesem Buch festgehalten ist, zu beten. Vergleich diese Aussage, diesen Standpunkt mit dem Standpunkt der Immer. Und dann wirst du sehen, da ist etwas anders. Yani,
Jemand, der heute in unserer heutigen Zeit ein Thema thematisiert und ein Buch dazu schreibt, was die Fuqaha bis ins Detail ausgearbeitet haben, da gibt es nichts mehr, was man neu hinzufügen kann. Besonders das Gebet, stell dir mal vor, das Gebet haben die nicht gekannt, oder wie sieht's aus? Das Gebet ist eine der offensichtlichsten, alltäglichsten Handlungen, die die Muslime praktizieren. Und deswegen gibt es bei den Muslimen auch keinen Khilaf, niemals. Selbst in den unwissendsten Kreisen und Ländern gibt es da sind sie sich da uneinig, dass das Gebet beispielsweise aus Qiyam, aus dem Stehen, Ruku und Sujud besteht? Oder dass es 5 Gebete am Tag sind, nicht 6 und nicht 4? Diesen Khilaf gibt es nicht. Wisst ihr warum? Warum gibt es das beim Gebet nicht? Weil das Gebet eine der offensichtlichsten Riten ist, die die Muslime seit Jahrhunderten praktizieren. Der offensichtlichsten Sachen. Und man sieht das ja. Das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Der Adhan wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Leute lernen das. Es gibt in diesen Sachen keine großen Meinungsverschiedenheiten. Ist es dann möglich und akzeptabel, dass jemand dann heute ein Buch schreibt und behauptet, mit diesem Buch ist die Sache jetzt für ein und alle Mal geklärt? Das ist beendet. Es ist nicht sehr realistisch, nicht sehr realistisch. Tayyib. Wir gehen weiter zum nächsten Hadith. Und das ist jetzt Hadith Nummer 12. Hadith Nummer 12. Darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es wird überliefert von Abu Huraira. Er sagt, inna min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'nih. Min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'nih. Zum guten Islam eines Menschen gehört, dass er lässt oder unterlässt, was ihn nicht angeht, was ihn nicht betrifft. Und dann sagt An-Nawawi über diesen Hadith, das ist ein guter Hadith, den Tirmidhi und andere in dieser Form zitieren. Das ist ein sehr interessanter und sehr wichtiger Hadith zugleich. Deswegen sagte Abu Dawud über diesen Hadith, er ist ein Viertel des Islams. Dieser Hadith macht ein Viertel des Islams aus. Einige Shurah al-Hadith, die den Hadith kommentiert und erklärt haben, als er zu der Aussage von Abu Dawud gekommen ist, da sagte er, Abu Dawud hat untertrieben. Dieser Hadith ist nicht ein Viertel des Islams, er ist der Islam selbst. Warum? Warum? Das werden wir gleich sehen. Warum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum guten Islam? Es gehört zum guten Islam und er hat nicht gesagt, der gute Islam ist es, zu unterlassen, zu lassen, was einen nicht angeht. Aber vielmehr sagt er zum guten Islam. Was verstehen wir daraus? Also wir verstehen, da gibt es noch was anderes. Zum guten Islam, das heißt, da gibt es noch eine andere Perspektive, noch einen anderen Aspekt des Islams. Und einige der Ahl al-Ilm erwähnen, die Ursache, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das so ausgedrückt hat, dass die Perfektion des Islams, also wenn du deinen Islam, wir verstehen den Islam nicht nur als eine Handlung, wir verstehen mal unter dem Islam Einstellungen, Einsichten, Handlungen. Zum guten Islam gehört nicht nur diesen Aspekt zu perfektionieren, die motorischen Handlungen. Ihr wisst, was ich mit motorischen Handlungen meine? Nur diese Bewegungen. Der Islam besteht nämlich nicht nur aus, oder die Ibadat sind nicht nur Bewegungen, nicht nur äußerliche Bewegungen, Handlungen, die man praktiziert. Sie haben auch andere Aspekte, etwas Inneres. Und ich finde das beim Hajj besonders interessant. Der Hajj, wenn man ihn äußerlich betrachtet, sind es eigentlich nur
äußerlich betrachtet, sind es einfach nur, ja, wenn man die Handlungen mal anschaut, also wenn jemand, stell dir mal vor, jemand schaut sich das an, was die Leute machen. Jemand, der jetzt nicht zum Islam angehört oder einfach irgendeine fiktive Figur, stellt sich hin und schaut an, was die Leute da machen. Sie werfen Steine, sie laufen zwischen zwei Bergen, sie umkreisen die Kaaba, sie rasieren sich die Haare. Macht das, also rationell betrachtet, erfüllt das irgendwas? Wir haben viele Ahkam in der Scharia, deren Bedeutungen verstehen wir auch. Also ihren Sinn, den Sinn dahinter verstehen wir. Die meisten Ahkam der Scharia, ihren Sinn, zwecks Rationalität kann man verstehen. Warum hat Allah Ta'ala den Alkohol verboten? Oder den sagen wir mal, den Wein? Tfaddal. Weil es den Körper schadet. Mesh, gut. Weil es dich deines Verstandes raubt. Unter anderem, der Mensch, ich finde es sehr seltsam, die größte Gabe, die der Mensch hat, die größte Qualität, die der Mensch hat, die ihn von der Tierwelt hochhebt, ist dieser Verstand und die Vernunft. Es ist sehr amüsant, wie sich jemand selbst freiwillig, seines Verstandes berauben lässt. Wenn du mal einen Besoffenen siehst, dann weißt du, dass es ihnen manchmal schlechter als Tiere geht. Tiere können ihr Verhalten in einer gewissen Weise noch kontrollieren. Das Tier weiß, was für ihn schädlich ist, was für ihn gut ist. Wenn er irgendwo Gefahr wittert, entfernt er sich. Der Vollbetrunkene, ihm geht es da schlimmer als das Tier. Der weiß gar nicht mehr, was gut und schlecht für ihn ist. Wo Gefahren sind, der läuft über die Straße, da kommen Autos mit 100, 150 km/h, das macht ihm nichts aus. Er wittert da keine Gefahr. Also der Islam hat das verboten aus diesem Grund. Wir verstehen den Sinn dahinter. Das Morden ist verboten, wir verstehen den Sinn dahinter. Widerrufungsrecht beim Kaufen, wir verstehen den Sinn dahinter. Weil der Mensch handelt manchmal unbedacht oder manchmal im Rausch ist er in einer Art Rausch des Verlangens und er kauft ohne nachzudenken, ob er das überhaupt braucht. Braucht er das überhaupt? Oder kann er sich das überhaupt leisten? Und dann kauft er das. Und oft stellen wir dann fest, nachdem wir Sachen gekauft haben, nach zwei Wochen, wenn das nur noch rumliegt, dass wir das eigentlich gar nicht gebraucht haben. Oder dass es eine Geldverschwendung war. Das heißt, dieses Rückgaberecht ist sinnvoll. Wir verstehen den Sinn dahinter. Aber beim Hajj verstehe ich nicht den Sinn dahinter, diese Handlungen, die wir da machen. Und das Interessante ist hier der innere Aspekt beim Hajj. Das ist sehr interessant, weil wenn ich den Sinn von etwas verstehe, wenn ich verstehe, warum dieses Urteil da existiert, dann ist es für mich viel leichter, es anzunehmen, richtig? Kein Problem. Ich verstehe den Sinn, okay, das ist sinnvoll, macht Sinn. Und ich füge mich dem sogar und richte mich danach. Ist okay, aber bei den Ibadat, umso weniger sie Sinn ergeben, umso mehr zeigt sich der Islam. Umso mehr zeigt sich der Islam eines Menschen. Wisst ihr, was Islam heißt? In diesem Sinne jetzt? Die Gott ergeben. Die Fügsamkeit, die Ergebung, dass du dich fügst, du fügst dich einfach, du machst das, obwohl du nicht begreifst, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Du läufst um die Kaaba herum und mit voller Ergebenheit, du akzeptierst das, ergibst dich dem, fügst dich, unterwirfst dich, obwohl du nicht begreifst, was für einen Sinn das hat. Das ist der Islam. Das ist Fügsamkeit. Das bedeutet Fügsamkeit. Das ist die Ibadah. Das ist die Ibadah. Ibadah heißt Al-Dhullu, Al-Ta'zim, Al-Mahabba. Ergebenheit, Bescheidenheit, Demut, Liebe, diese Sachen treiben einen Menschen an, Handlungen zu vollführen,
die, ja, wie gesagt, äußerlich betrachtet, oder für uns zumindest, in unserem begrenzten Wissen, sagen wir es so, keinen Sinn ergeben. Sie ergeben einen Sinn, den wir vielleicht nicht kennen, aber für uns persönlich ergeben sie keinen Sinn. Aber das ist eben die, das ist die Ibadah. Wie gesagt, und das ist die Schwelle, an der man entweder scheitert, das ist die Schwelle, an der du entweder scheiterst, weil du dich weigerst, dich zu ergeben, oder die Schwelle, die dich eben zu dem Erfolg des Imans bringt. Auch bei den Gebeten, ist das Gleiche. Warum ist das Salat al-Maghrib, warum besteht aus 3 Rukaat und das Salat al-Fajr aus 2 und das Asr und Dhuhr aus 4? Das alles ist nicht rationell begreifbar. Aber nochmal zurück zum Punkt. Der Islam besteht nicht nur aus Machen, sondern auch aus dem Unterlassen von Dingen. Und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Min husni Islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Zum guten, vollendeten, schönen Islam eines Menschen gehört es, zu lassen, was ihn nicht angeht. Was bedeutet, was ihn nicht angeht? Was soll mich denn angehen? Was bedeutet es, das geht mich nichts an? Leeres Gerede, das gehört dazu, aber ist nicht alles. Wir wollen einen allgemeineren Ausdruck. Ja. Also vielleicht daraus kann ich keinen Nutzen ziehen, ob ich bin nicht betroffen davon. Na, alles, was mir keinen Nutzen bringt, was für mich nicht effizient ist, wovon ich weder in meiner diesseitigen Karriere noch in meiner jenseitigen Karriere Nutzen habe, das ist für mich nicht von Bedeutung. Das betrifft mich nicht. Das bedeutet die Aussage, Tarkuhu ma la ya'ni tayyib. Wenn man das etwas genauer definieren will, in meinem diesseitigen Sein, was betrifft mich hier? Alles, was mit meiner Unterkunft zu tun hat, was mit meinem Lebensunterhalt zu tun hat, was mit meiner Bildung zu tun hat, das sind Dinge, die mich betreffen in meinem diesseitigen Sein. Alles, was darüber hinausgeht, ist meistens belanglos. Im jenseitigen Belangen, alles, was irgendwie für mein jenseitiges Wohl sorgt. Alles, was für mein jenseitiges Wohl sorgt, ist etwas, was mich betrifft. Und deswegen finde ich etwas ganz interessant. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte nach dem Salat al-Fajr, das ist das Erste, was der Mensch macht, wenn er am Tag aufsteht. Das Erste, womit er seinen Tag eröffnet, ist das Salat al-Fajr. Und danach geht das Leben los. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, nachdem er das Gebet verrichtet hat, setzte er sich hin und sagt: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. Dieser Hadith ist nicht nur ein Andacht, also zum Dhikr. Dieser Hadith vermittelt dir für deinen Tag eine Botschaft. Er sagt dir, wie du deinen Tag auszurichten hast. Er sagt: O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen. Und ich bitte dich um angenommene, akzeptable Taten, Handlungen. Und ich bitte dich um legitime, saubere Versorgung. Ar-Rizq al-Halal. Dieser Hadith sagt dir, dein Tag oder diese 3 Dinge, die betreffen dich. Und nach diesen 3 Dingen sollte dein Tag geordnet sein. Nützliches Wissen sollte auf dem Plan stehen. Handlungen, die du ausführst, sollten auf dem Plan stehen. Und mit den Handlungen ist hier nicht gemeint, die Handlungen, die du mit Millionen Leuten teilst. Handlungen, die du mit Millionen Leuten teilst, damit meine ich das, was man sowieso machen muss. Wenn du tust, was du sowieso machen musst, hast du nichts getan.
Damit stichst du nicht hervor, yani. Du hast nichts Besonderes vollbracht, du teilst diese Handlung mit Millionen Leuten. Mit den Handlungen ist gemeint etwas, was darüber hinausgeht. Also, die gehören natürlich auch dazu, aber mehr, etwas, was darüber hinausgeht. Mehr als das Muss. Mehr als das Muss. Und dann sagt er drittens, und ich bitte dich um legalen, reine Versorgung, Rizq al-Halal, diese drei Sachen. Die sollten deine Hauptbeschäftigung sein. Und der Prophet hat ja eine Reihenfolge genannt, das nützliche Wissen, Handlung, Rizq al-Halal. Natürlich ist diese Reihenfolge etwas Individuelles. Diese Reihenfolge nach den Prioritäten richten, die man im Leben hat. Nicht jeder muss ein Wissenschaftler werden und nicht jeder muss sich mit den muss ein Fachmann werden in den islamischen Wissenschaften, muss nicht jeder machen. Aber man sollte jeden Tag etwas davon haben. Tayyib, bedeutet das, sollen wir daraus verstehen, dass der Islam dir keine Zeit räumt für Vergnügen, für Erholung? Kann man das daraus verstehen? Weil irgendwie betrifft mich das ja nicht, oder? Dem ist nicht so. Deswegen wird in einer Überlieferung, ich glaube, die war von Abu Dharr, bin mir aber nicht mehr sicher, er sagte, der Mensch sollte am Tag drei Zeitabschnitte haben. Drei Zeitabschnitte. Und er nannte einen dieser Zeitabschnitte war folgendes. وَسَاعَ فِي لَذَّةٍ وَسَاعَ فِي لَذَّةٍ فِي غَيْرِ حَرَامٍ. Und eine Stunde, mit der Stunde ist gemeint Zeitabschnitt, in einem Genuss, in einer Erholung, die nicht verboten ist. Denn der Mensch braucht, es ist ganz normal, dass man braucht Abwechslung. Man braucht Abwechslung, um sich sozusagen wieder aufzutanken. Aber das Problem ist, wenn die Abwechslung dein Dauerzustand wird und die Erholung der Dauerzustand ist, das ist problematisch. Yani, jemand verbringt einen Großteil seines Tages damit. Und es ist tatsächlich so, ich muss das sagen, wir leben in einer Zeit, in der, besonders in den fortschrittlichen Ländern, in dem die heranwachsenden heute, die Jugendlichen und diese Generation, extrem beschäftigt ist mit Bedeutungslosigkeiten, perspektivenlos, keine Perspektive im Leben. Der lebt einfach vor sich hin, vegetiert vor sich hin. Er lebt einfach sozusagen sein Dasein ab. Stundenlang am Tag Zeichentrickfilme. Erwachsene schauen sich das stundenlang an. Stundenlang am Tag Spiele. Sei es am Handy oder auf dem PC oder der Konsole. Mehrere Stunden am Tag diese Serien oder Filme. Und das Problem ist, manche kommen aus diesem Alltag nicht raus, es sei denn, es gibt irgendeinen Druck, irgendeine Pflicht, wie zum Beispiel die Arbeit, die Schule, er ist verpflichtet. Ansonsten würde er auch diese Stunden, die er auf der Arbeit oder in der Schule verbringt, irgendwie in diesen bedeutungslosen Handlungen verbringen. Das nennt man Perspektivenlosigkeit. Motivlos vor sich hinleben, einfach nur vegetieren. Und das ist natürlich, für den Muslim, also für den Menschen allgemein und geschweige denn für den Muslim ist sowas nicht, eine derartige Haltung, Einstellung ist nicht möglich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam der
Aus dem Hadith können wir entnehmen, dass es vier Formen, vier Kategorien gibt. Er sagt ja, Tarkuhu ma la ya'ni, zu unterlassen, was ihn nicht interessiert. Das heißt, es gibt Dinge, die dich interessieren, die von deinem Interesse sind, die wir auch tun. Das ist eine Kategorie. Vom Interesse wird auch getan. Das ist die allerbeste Form, die allerhöchste Form von Handlungen, die man ausführen kann. Dann gibt es noch Dinge, die dich interessieren, die von deinem Interesse sind, von deinen Belangen sind, die du aber nicht tust. Und dann gibt es Dinge, die nicht von deinem Interesse sind, denen du dich auch enthältst. Das ist die dritte. Das ist die ideelle Einstellung. Und dann gibt es die vierte und letzte Kategorie, Dinge, die dich nicht interessieren, nicht von deinen Belangen sind, denen du dich trotzdem widmest. Das sind vier Kategorien, die man hier aus diesem Hadith entnehmen kann. Und dem Menschen muss bewusst sein, Ali, es wird Ali zugeschrieben, diese Aussage, ob das authentisch ist, weiß ich nicht. Ali radiallahu ta'ala anhu werden viele Gedichte zugeschrieben, dass er sie gesagt haben soll. Nicht immer alles davon ist auf ihn zurückzuführen. Das ist aber egal, diese Worte sind sehr sinnvoll, geistreich. Er soll gesagt haben, وليس للمرء بعد الموت دار يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Eine sehr geistreiche Aussage, die mir persönlich, wenn ich sie höre oder sie mir irgendwie vorbei an mir geht. Diese Tage, an diesen Tagen, ja, diese Aussage verursacht Betrübnis. Darin sagt er, der Mensch hat kein Haus nach dem Tod, das er bewohnen wird. Der Mensch hat kein Haus, keine Heimstätte, die er nach dem Tod bewohnen wird, außer der, die er vor dem Tod gebaut hat. Du wirst nach deinem Tod bewohnen, was du vor deinem Tod für dich hergerichtet hast. Das heißt, deine Lebenszeit ist eigentlich dein Projekt. Deine Lebenszeit ist dein Bauprojekt, an dem du arbeitest. Und in diesem Bauprojekt ist es von dir abhängig, wie effizient dein Bau sein wird, wie groß, wie herrlich, wie gewaltig, wie luxuriös und annehmlich es für dich sein wird. Du entscheidest darüber. Und deswegen sagte er, فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ. Wenn er es mit Gutem herrichtet, aufbaut, wird seine Heimkehr, seine Wohnung angenehm für ihn sein. Baut er sie aber mit Schlechtem auf, خَابَ بَنِيهَا, dann wird der Bauherr daran zugrunde gehen, an seinem eigenen Bau wird er zugrunde gehen. Daher, die Zeit ist ein kostbares Gut. Man sagt, Zeit ist Geld. Manche sagen, Zeit ist Geld. Aber Zeit ist nicht Geld, Zeit ist wertvoller als Geld. Geld kannst du, wenn du es verlierst, vielfach wieder gewinnen. Deine Zeit, wenn du sie verlierst, ja, nee, kann man nicht mehr reparieren, ist ein Schaden, den du dann mit dir tragen musst. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Zwei Gnaden, zwei Gaben Allahs, ihr bezüglich sind viele Menschen im Verlust. Das Wort maghbun wird in der arabischen Sprache für ein verlustreiches Geschäft benutzt. Man sagt Rubina Fulan. Rubina Fulan, was heißt das? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam benutzt das Wort maghbun. Man sagt, Rubina Fulan, wenn ich etwas verkaufe für einen Preis, ich verkaufe etwas Wertvolles für einen Preis, der nicht einen Bruchteil von dem eigentlichen Verkaufswert dieses Objektes ausmacht. Oder umgekehrt, ich kaufe etwas für den vielfachen Preis
von etwas, was eigentlich für einen Bruchteil davon zu bekommen ist. Das nennt man Al-Rabben. Der Prophet sagt, zwei Formen, zwei Gnaden Allah Ta'alas, ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Verlust, also im Trug. Und sie haben sich in ein verlustreiches Geschäft damit eingelassen. Wisst ihr, was diese sind? Weiß jemand? Al-Sihhatu wal-Faraag. Die Gesundheit und Freizeit. Deine freie Zeit. Was meint er genau, die meisten Menschen sind ihr bezüglich im Verlust? Er meint damit, holt euch wieder dieses Bild vor Augen, was ich eben gesagt habe. Du verkaufst ein Haus, das 1 Million kostet. Das kostet 1 Million. Du verkaufst es für 1000 Euro. Das ist ein Verlust. Du kaufst ein Handy, was eigentlich 10 Euro kostet, für 1000 Euro. Das ist der Rabben. Wenn wir unsere freie Zeit, unsere Gesundheit, du investierst deine Gesundheit, deine Zeit wird investiert, du gibst sie aus. Wir müssen das so verstehen. Deine Zeit wird ausgegeben. Alles, was du tust, jede Minute, die du irgendwo reinsteckst, du gibst sie in Wirklichkeit aus. Du hast etwas von dir weggegeben. Und wenn wir diese Zeit und diese Gesundheit, die wir haben, investieren in Sachen, von denen wir am Ende nichts haben, die dich auf keine Weise weiterbringen, du hast nichts davon, nichts. Das ist etwas, was man nicht versteht. Also ich verstehe das nicht. Wie kann man derart betäubt sein, man muss irgendwie betäubt sein, dass man Stunden, Tag für Tag, Stunden deines Lebens für Sachen ausgibst, von denen du am Ende nichts hast. Das ist eine Problematik, gar nichts, nichts. Yani, weder steigst du in deiner Welt irgendwie an, du verdienst kein Geld dadurch, deine Qualitäten vermehren sich nicht, du gewinnst nicht an Ansehen, du bist immer noch der du warst. Noch in der Achira hast du irgendwas davon, aber man macht es ohne irgendein Bedenken. Ich glaube, wenn jemand in so einer Situation lebt, der muss sich selbst und sein Gehirn neu programmieren. Der muss sich der hat gar kein Bewusstsein über den Wert von dessen, was er hier einfach fortschmeißt. Zwei Gnaden, ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Verlust, die Gesundheit und die Zeit. Und interessanterweise, diese zwei Sachen, wir werden uns ihres eigentlichen Wertes immer nur dann bewusst, wenn wir sie verlieren. Wenn man krank wird, wenn man schwerwiegende Krankheiten bekommt, wenn du nicht mehr in der Lage bist, irgendwas selbstständig auszuführen, wenn du auf andere angewiesen bist, das ist die schlimmste Zeit, die man haben kann im Leben, wenn man auf andere angewiesen ist, bei jeder Sache, beim Essen, beim Trinken, beim Gehen, beim Schlafen, beim Aufstehen, in jeder Sache angewiesen auf jemand anderen. In solchen oder wenn man gelähmt wird nach einem Unfall. Erst in diesen Situationen bemerkt man, was man vergeudet hat und dann denkt man darüber nach, ich hätte gern dies gemacht und das gemacht. Wenn man keine Zeit mehr hat, dann denkt man, ich hätte gerne noch das gemacht, dieses Projekt noch mich da beteiligt, hätte gerne noch mehr Bildung gehabt. Dann ist es natürlich zu spät. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها. Und er wird sagen, oh mein Herr, lass mich noch mal zurückkehren, nachdem die Zeit verloren ist, Zeit vorbei, lass mich noch mal zurückkehren, damit ich etwas bewerkstellige. Und dann sagt Allah Ta'ala, كلا انها كلمه, keineswegs, es ist nur ein Wort. Das ist nur ein Wort, hat keinen Wert mehr. Du hast die Chance verpasst. Meshi. Tayyib.
begnügen wir uns hiermit. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.